Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Wir haben mal wieder unseren Lieblingswecker gehört und stehen mal auf für einen neuen Tag voller Spaß und hier Dingensbums. Töfte-Falterstellen, die ich letztes Mal gemacht habe. Genau, das ist ja nicht zu verachten. Mittlerweile habe ich sogar wieder geguckt, wo die Blaumakrelen waren. Das Problem hatte ich ja schon mal und ich habe es irgendwie vergessen. Was an und für sich schon ziemlich schändlich ist, dass ich das mal wieder vergessen habe. Aber sei es drum, jetzt weiß ich es wieder, dass es da nahe der Wüste ist und kann entsprechend hoffentlich ein bisschen angeln gehen heute. Aber ich habe auch die Töfthöf-Haltestellen, die ich unbedingt nochmal verbasteln möchte. So, das kann ich auch schon mal. Wobei, nee, mach ich mal so hier, dann kann hier die Säge rein. Passt ja auch. Huch, Sonja, was will die denn hier? Kommt die etwa wieder bei mir an? Und wieso sind da die Sprinkler am Rumwirkeln, obwohl das Wetter total katastrophal ist? Diese und weitere Fragen werden beantwortet in der nächsten Folge. Nein, diese Folge ist natürlich noch nicht vorbei. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier die Öfen wieder so ein kleines bisschen in Schwung bringe. Zum Bleistift mit ein bisschen Holzkohle. So, was bastel ich denn hier? Ich bastel. Och, gestärktes Glas könnte ich auch mal wieder bauen. Machen wir mal 9 Stück, dann habe ich noch ein kleines bisschen Härtungsflüssigkeit über. Schadet auch nicht. So, es braucht 7 Stunden etwas. Und hier mache ich einfach... Oh, ich habe so viel Kupfer. Dann mache ich doch noch mehr von dem Zeug. So, da muss ich noch ein bisschen davon nachschieben. Zinn kann ich auch noch bedenkenlos ein bisschen mehr herstellen. Also Zinnlegierung. Und. Also da habe ich auch mehr als genug. Also da geht mir so schnell nichts aus. Da kommt mir echt diese Lieferung aus der Mine richtig zugute. Ja, Lara. Lara Rababa, ich weiß. Nee, ich glaube, wir kümmern uns erstmal um den Fisch. Dann haben wir das hinter uns. Und danach können wir immer noch weitersehen, was wir als nächstes angehen. Ach, wieso nehme ich nicht mein Pferd? Dafür habe ich es doch. Nebenbei können wir aber auch mal sehen, dass wir hier wieder ein bisschen was reinbekommen. Genau. Dann steigen wir aufs edle Ross und los geht's. Und ich springe da mal rüber. So gehört es sich. Wobei Springen kostet ja auch irgendwie ein bisschen unnötig Energie. Also auch nicht immer das... Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich Post habe. Scheiße. Warum habe ich das nicht nachgeguckt? Schande. Ding. So, da müssen wir jetzt irgendwie hier hoch. Bei nächster Gelegenheit. Ach Gottchen. Wen haben wir denn? Ach so, das ist ja hier Fräulein Dana. Ja. Stimmt ja, die hat ja immer ihren Arbeitsweg dorthin. Ich erinnere mich dunkel. Oh, sowas können wir auch mal mitnehmen. Warum nicht? So, wenn schon, denn schon. Ein bisschen Tierskelett, das klingt doch eigentlich ganz angenehm. Und jetzt geht es erstmal auf Makarelenjagd. Jawohl. Genau dieses Stückchen ist es, wo ich schon mal sehr lange überlegt habe, wo fange ich denn diese Scheißdinge? Tja, jetzt weiß ich es wieder. Ah, da kann ich auch einen Stop bauen. Interessant. Ach, das ist da, wo das Haus abgebrannt ist. Sehr schön zu wissen auf jeden Fall. Ja, da muss ich doch demnächst beigehen. Aber erstmal schnappen wir uns die Angel. Mal kurz gucken, wie viele Köder habe ich überhaupt? Ach, mehr als genug. Da kann ich angeln, bis ich schwarz werde.
weiter. Ich bin so doof, aber das ist der Fisch, den ich auch eher haben will. Unsere kleine Makarele, aber nur eine normale Makarele. Ja, so, kommst du mal? Klingenfisch ist auch nicht, was ich wähle. Will. Gott. Jetzt verwurschteln mir wieder die Worte. Ich fange mir eine Makarele. Eine wunderschöne Makarele. Eine kaiserliche Blaumakarele. Oh, tatsächlich. Hey, Makarele. Ai. So, die muss ich mir eigentlich mal auf Lager holen. Also vielleicht noch eine kaiserliche, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber erstmal ein kaiserlicher Klingenfisch. Das ist auch so schlecht nicht. So, ich muss nur aufpassen, dass mir das Ding hier nicht entfleucht. So, jetzt wieder Makarele. Nein, nicht wirklich. Das ist nur ein Klingenfisch. Oh, eine Muschelhalskette. Sowas Edles aber auch. Und bah. So, Freundchen. Bist du zumindest ein Kaiserlicher? Kann man ganz einfach nachgucken. Schlachtet man die und da kommt blaues Blut raus, dann war es wohl ein Kaiserlicher. So. Und wenn es grünes Blut ist, dann war es ein Orkfisch. Oder ein Alienfisch. Man weiß es nicht. So, und jetzt nochmal eine Makarele. Nö. Sind Makarelen aus oder was? Aus, aus. Das Makarele ist aus. Immerhin kaiserlicher, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Kann ich vielleicht mal der Katze geben, damit die irgendwie ein bisschen lieb Freund wird für uns. Das wäre auch ganz nett. Wir wollen uns mit Katzi mal anfreunden. Da habe ich irgendwie Bock drauf. So. Ey, ich sagte Makarele. Stattdessen kriege ich kaiserliche Klingenfische ohne Ende. Da kann ich wirklich Le Katze irgendwas schicken. Oder auch schenken, wenn ich schon nicht schicken will. Ey, 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 ey. Freundchen. Immer schön Suche. Nee, ich krieg keine Makarelen im Moment. Welch Ironie des Schicksals. Aber Kaiserklingenfische noch und nöcher. Ah, schon wieder ein Klingenfisch. Freundchen, komm mal her, du. Ja, ganz feiner Junge. So, ich möchte jetzt auch mal eine Makarele noch mal haben. Ja, das ist doch eine. Hey, Makarele. Oh. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, mal Makarele. Und dabei höre ich Musik von Adele. Nee. Nee, das ist eigentlich nicht so mein Musikstil. Auch wenn die durchaus singen kann, so ist nicht. Aber ich bin halt nicht so der, der in the deep so rollt. Das ist nicht so meins. So, aber jetzt kommen... Och, Freundchen. So, einmal hier so... Na bitte, geht doch. Man muss es nur wollen. Ach, bei Regen angeln, das ist so schön. Kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Mache ich auch ständig. So, eine noch. Beziehungsweise eine Makarele noch. Ich warte bis zur nächsten Makarele. Und ja, ich nenne die noch immer Makarele, weil ich die englische Schreibweise so sehr mag. Ich finde ja schade, dass es hier keinen Rettich gibt im Spiel, der auf Englisch so schön horseradish ist. Das war bei Stardew Valley einfach, ich sag mal, der Running Gag, dass ich den Horseradish mit Pferderadieschen übersetzt habe. Ja, sogar eine kaiserliche, das ist gut.
Das ist gut, ich ziehe meinen Hut. So, dann können wir hier ja einfach mal runterrennen, ne? Meine, was soll schon... Oh, das wird etwas zu tief. Ich bin tief gesunken, aber so tief auch nicht. Da müssen wir doch mal hier Stückens bei Stückens machen. Und nicht alles auf einmal. Ah, wie später... Oh ja, Heide, Witzka, Heideröstlein und so. Ja, ich glaube, den Auftrag sollte ich langsam abgeben. Ach, bei der Tafelrunde muss ich vorbei. Oh, das klingt machbar. Hoppala. Dann schauen wir doch mal kurz bei der Tafelrunde vorbei. Die dürfte auch noch lang genug offen haben. Yes. Und dann können wir auch noch Katzi füttern. Haben wir auch noch hier irgendwas für Nora? Radio Nora? Ist die Frage. Ich wollte noch woanders vorbei. Nee, ich glaube, ich habe gerade keinen Plattenspieler. Wie können die mir ausgehen? Hast du Lack gesoffen? Na schön, dann gehe ich noch mal kurz hier irgendwie so ein bisschen reinbumsen. Und zwar im Hotel, genau. Da wollte ich hin. An diese Kasse. Und dort hole ich mir so ein... Wie? Nicht genug Gegenstände im Austausch. The Eye of the Tiger. Din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. Ach, das kann ich mir mit Geld erkaufen. Brauchte man den nicht irgendwie für... Genau, Alpakas Favorite Food. Holen wir uns mal 3 Stück davon. Ach komm, wir sind hier so richtig Rockefellinge. Wir können es uns leisten. Oh, da freue ich mich ja drauf, wenn wir da irgendwann so richtig was Schönes fangen. Das wäre toll. Weiß zwar nicht genau, wie das Fangen geht, aber irgendwann haben wir es schon. Jetzt aber erstmal, ne? Buddha bei die Mai. Ai, ai. Was ist das? Das ist ein Fotoalbum voller Dinge, von denen ich glaube, dass du sie in Portia vermissen würdest. Oh, das ist so lieb von dir. Komm, lass es uns zusammen durchgucken. Haha, natürlich ist das erste Bild von Erwa. Das sieht gut aus. Er war so ein guter Lehrer für mich und ich kann immer noch so voll viel von ihm lernen. Oh, mein Liebling, das Büro von Portia Times. Es hat sich ganz schön verändert, was? Die Tafelrunde. Dort gibt es mein Lieblingseis. Das Zeug in Atara spielt nicht mal in derselben Liga. Was? Warum ist das zerfallene Ödland hier drin? Dieser Ort steckt voller Mysterien und Geschichten, über die man Berichte erstatten kann. Oh, darum ist es auch dabei. Haha. Die Druckerpresse. Ohne dich hätte ich dieses Ding gar nicht. Und auf der letzten Seite ein Foto von dir und mir. Was überlege ich überhaupt? Ich kann Portia nicht verlassen. Unsere ganze harte Arbeit, alle meine Freunde. Hier ist einfach alles. Die Leute in Antara haben sich nie für mich interessiert, wie die Leute hier. Danke, dass du mir dabei geholfen hast zu begreifen, dass mein wahres Zuhause hier in Portia ist, Mira. Du bist ein wahrer Freund und ich bin froh, dass ich dich habe. Ach, ich bin so gut. Muss ich mal in aller Bescheidenheit sagen. Nee, eigentlich war er war ja der Strippenzieher des Ganzen. Hoppalalalalala. Warum ist sie da? Will sie noch immer treffen mit mir oder was? Oder wie oder wo oder was? Ah nee, Emily hatte das. Ah. Handelsauftrag, nehmen wir das. Wow, du bist schnell und zuverlässig. Vielen Dank. Ich weiß. So bin ich halt. Aber ich glaube, es ist zu spät, um jetzt nochmal sich einen Auftrag zu gönnen. Aber ich kann es ja mal probieren. Ob es vielleicht doch 19 Uhr ist. Man weiß ja nie. Gucken wir mal, ne? Ja, komm, ich guck.
Das ist wunderbar. Ich komme noch in die Handelsgilde, was wollen wir mehr? Ein Auftrag zum Beispiel von Pauli, der braucht Holzsäulen, die können wir immer machen. Ledergürtel gehen auch in Ordnung. Nö, ich nehme mal den Pauli. St. Pauli geht immer. So, jetzt die Frage, ob wir noch ein paar Töfterfolterstellen platzieren. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Oh, ich wollte eigentlich noch Katzi hier. Ist Katzi irgendwo? Miezekatze? Miezekatze, Miezekatze. Wo ist Miezekatze? Nicht mal auf der Bank? Nee, das ist nur so ein Woll-Lama-Gedöns. Na, bei dem Wetter wollen die Katzen, glaube ich, auch kaum raus. Das ist schade. Ein Hund sehe ich. Scraps, ja, aber den will ich doch gar nicht. Ich will doch kleines, dickes Miezekätzchen. Wo ist kleines, dickes Miezekätzchen? Oh, und das ist kleines, dickes Gale. Das mag ich auch. Nee, da muss ich mal sehen. Kann ja mal hier kurz reinschnuppern. Vielleicht finde ich ja die Nora. Der wollte ich ja auch mal was geben. Nora! Alter, die Zocker sind hier. Man glaubt es kaum. Oder kann ich ja eigentlich noch mal... Ja komm, was soll's. Mache ich ja so selten. Ah... Oh ne, den Kackhäufchen, so gern ich auch Kackhäufchen mag. Nee, nee, nee. Abgeschossen wird der gerade deswegen nicht. Wow, 85%. Gar nicht mal so schlecht. So langsam sammle ich mir die Dinge irgendwie an. Oh, da ist sogar mein Pferd direkt. Das ist ja schön. Ey, ist das schön. Und da ist der Leuchtturm. Und oh, ich weiß nicht, ob da noch Baustellen sind. Das ergründen wir ein anderes Mal. Jetzt möchte ich noch mal ganz flott zumindest eine Töfterfaltestelle gebaut haben. Die ich vermutlich in Zukunft mal gebrauchen könnte für diese komischen Huss- und Tuss-Brüder. Hussi und die Tussi quasi. So, Fahrstühlchen, komm mal runter, genau. Boah, es geht aufwärts. Dass ich das mal zu meinem Let's Play sagen könnte. Nee, da will ich nicht hin. Ich muss hier nochmal ein kleines Etageling hier gedöns hoch. Oha, ich muss auch noch die Holzsäulen bauen. Aber erstmal bauen wir ja anderes. Und zwar, wo haben wir es denn? Da ist das Ding. Klack, klack, fertig ist die Laube. Ach, und wenn die Laube schon fertig ist, können wir auch die Lau nutzen. So, zack, einmal mit der Laube nach Hause. Dann noch ganz schnell die Holzsäulen machen und dann haben wir fertig. Dann können wir am nächsten Morgen abgeben, nächsten Auftrag holen, perfekt. So, dann wollen wir doch mal... Aber erstmal wollen wir hier ran. Ah, keine Post ist auch schön. Ne, ne, nix Ungelesenes, perfekt. Dann kann ich ja schon mal hier ran. Genau, drei Holzsäulen sollen es sein. Drei Holzsäulen habe ich auch gebaut. Was wollen wir mehr?
Seile wollen wir zum Beispiel mehr. Ja, das klingt gut. Machen wir mal hier so 15 Stück. Das klingt doch gut. Dann machen wir noch ein bisschen Faserstoff, weil wir es können und lieben. So, das Pferd fackelt so ein bisschen in den Öfen rum. So, wie wir es halt mögen. Oh, und hier sollte ich vielleicht auch mal vorsichtshalber ein bisschen Honig nachbuddeln. Tada! Ja, alles wird besser mit einem Tada. Mit einem Tada kann man nie etwas falsch machen. So, aber jetzt geht's erstmal Tada ins Bettchen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit My Time at Portia. Ciao, ciao!